Zum ersten Vergleichstest mit Euro 6 Fahrzeugen stehen 5 Kandidaten mit Motorleistungen um 460 PS und den jeweils größten Fahrerhäusern bereit. DAF XF 460 Super Space Cab, MAN TGX 18480 XXL, Mercedes Actros 1845 Gigaspace, Scania Streamline R450 mit Topline-Haus und der neue Volvo FH im Globetrotter XL-Outfit. Klar im Mittelpunkt der Verbrauch. Alle Hersteller versprechen ihren Kunden vollmundig keine Nachteile beim Verbrauch, wenn sie zu Euro 6 statt Euro 5 greifen. Grundsätzlich ist es allerdings so, dass ein Euro 6 Motor mehr Diesel als ein Euro 5 Aggregat verbraucht. Es ist also die Peripherie, Aerodynamik, Nebenaggregate, Getriebe, Achsübersetzung, die dieses Manko ausgleichen muss. Und wir von Lastauto Omnibus wollen es genau wissen. Doch zunächst einmal zu den übrigen Kriterien. Der neue DAF XF zeigt, das altbekannte Konzept hat noch lange nicht ausgedient. Die DAF-Techniker verstehen, was Kunden und Fahrer wünschen. Grundsätzlich ist der XF ein Fahrerauto. Mit großem Haus, bequemen Liegen, viel Stau- und Bewegungsfreiraum und mit einer praktischen Einrichtung. Darin lässt sich bestens leben und prima fahren. Nicht viel auszusetzen gibt es am Fahrkomfort, fast gar nichts am Fahrverhalten und nichts an der Fahrdynamik. Nur kleine Mängel fallen auf, wie die kleinen Öffnungen der Außenstaufächer oder die schlecht ablesbaren Infos am unteren Bereich der großen Rundinstrumente. Aus Unternehmersicht zu bemängeln ist allenfalls die nicht gerade üppige Nutzlast. Dass die Sache für den MAN TGX nicht so gut ausgeht, hat seinen Grund in einer gebremsten Weiterentwicklung. Die Tatsache, dass ein TGX vor einigen Jahren beim Punktesammeln meist ganz vorn mitmischte, bestätigt seine Qualitäten, zeigt aber auch deutlich, dass der Wettbewerb kontinuierlich nachgelegt hat. Der vordergründig aufgeräumt wirkende Fahrerhaus-Innenraum ruft nach einer neuen Einrichtung. Die Innengeräusche sind die höchsten in diesem Quintett. Die Bedienung sieht praxisgerechter aus, als sie tatsächlich ist. Die Motorbremse, einst spitze, leistet im heutigen Umfeld nur noch Mittelmaß. Und auch am seit Jahren bemängelten Sichtfeld rechts hat sich nichts geändert. Ansonsten zeigt der TGX eine gewisse Stärke mit seiner Unauffälligkeit. Gleich ob Federungskomfort, Fahrverhalten, Fahrerhausgröße, Verarbeitungsqualität oder auch Triebstrang. Er spielt unauffällig mit und fällt weder besonders positiv noch negativ auf. Mit dem Scania teilt sich der MAN aber die Pole Position in Sachen Nutzlast. Scania und MAN nehmen den Wettbewerbern rund 100 bis 150 Kilogramm ab. Ohnehin muss man zur R-Baureihe von Scania nicht mehr viele Worte machen. Lenkung, Fahrverhalten und Komfort liegen auf hohem Niveau. Der Wettbewerb kommt aber näher. Ein schnörkelloses Cockpit, gut ablesbare Instrumente und ein verbessertes Bett stehen auf der Habenseite. Die einstige Spurtstärke fast aller Scania ist allerdings mit der Umstellung auf Euro 6 auf der Strecke geblieben. Immerhin reicht es, trotz ellenlanger Achsübersetzung und langen Rollphasen mit auf 75 bis 80 km pro Stunde reduziertem Tempo, noch zu gut Platz 2 bei der Durchschnittsgeschwindigkeit. Volvo hat es verstanden, den neuen FH fast zielgenau in Richtung Fahrer weiterzuentwickeln. Die Frontscheibe steht nun relativ steil, um mehr Raum im Fahrerhaus zu garantieren. Die Inneneinrichtung zeigt sich noch geradliniger als vorher. Rund ums Fahrerhaus hat Volvo eine Menge Verbesserungen realisiert. Das Stauvolumen innen und außen wuchs auf 1000 Liter, rund 250 davon entfallen auf die Konsole an der Rückwand. Fahrverhalten, Federung und Lenkung zeigen sich auch mit der Standardvorderachse deutlich verbessert. Einzige Schwäche, kurze Stöße der Vorderachse übertragen sich auf das Lenkrad. Schließlich noch der Actros. Nach dem hohen Aufstieg zeigt sich der Arbeitsplatz vorbildlich aufgeräumt. Hinter dem Lenkrad finden sich große, gut ablesbare und blendfreie Instrumente. Statt Beifahrersitz die sogenannte Lümmelecke,
Sie verschafft viel Platz auf der rechten Seite. Stauräume innen und außen gibt es reichlich, die Verarbeitung ist hochwertig. Am Actros zeigt sich am besten, welch gewaltigen Aufwand ein Hersteller für einen niedrigen Verbrauch betreiben muss. Ein komplett neuer LKW mit neuem Motor und verbesserter Antriebstechnik und ein neues Fahrerhaus mit verbesserter Aerodynamik und sehr vielen kleinen Helfern. Alles zusammen sorgt dafür, dass letztlich eintritt, was eigentlich nicht sein kann. Euro 6 braucht weniger als Euro 5. Da ist zum Beispiel Predictive Powertrain Control. Diese vorausschauende Triebstrangregelung im Actros kennt die jeweils nächsten Kilometer und taktiert mit diesem Wissen. Gas weg, wenn ein Gefälle naht, Tempo leicht erhöhen, bevor eine Steigung zu meistern ist. Obendrein weiß das Getriebe schon längst vor jeder Steigung, welcher Gang der sparsamste ist. Und dann ist da auch noch Eco Roll, die Rollfunktion. Sie trennt den Motor vom übrigen Triebstrang und lässt den Lastzug, wo immer möglich, rollen. Das Zusammenspiel aller Beteiligten könnte nicht besser sein und spart, je nach Topografie, bis zu 5%. Und damit markiert der Actros in diesem Test die Bestwerte. Mit 35,4 Litern auf 100 Kilometer distanzierte er sich von seinen Konkurrenten um fast 0,6 bis fast 2 Liter. Ähnlich wie Mercedes ging auch Volvo das Thema Euro 6 und Verbrauch mit einem neuen Fahrzeug und Fahrerhaus an. Volvo verbesserte die Aerodynamik und den Triebstrang, setzte lange Achsen ein und spendierte mit IC ein ähnliches System wie Mercedes. Es verwendet jedoch nicht hinterlegtes Kartenmaterial, sondern merkt sich die einmal gefahrene Strecke. Auf der Teststrecke brachte dieses System jedoch fast nichts. Nahende Steigungen und Gefälle erkannte es auch im fünften Umlauf noch nicht zuverlässig. Volvo stellte ein paar Tage nach dem Test ein GPS-Kommunikationsproblem fest, was zumindest erklärt, warum das System so ungenau arbeitete. Es ist aber hauptsächlich der Euro 6 Motor, der dem Volvo die ansonsten gute Bilanz verhagelt. Bei den aktuellen Motoren handelt es sich um umgerüstete Euro 5 Sechszylinder, die nach wie vor mit Pumpe-Düse-Elementen arbeiten. Die Abgasreinigung obliegt einem SCR-System und einem Partikelfilter. Die Folgen? Ein noch gerade vertretbarer Dieselverbrauch, aber ein extrem hoher AdBlue-Verbrauch von 3,1 Litern auf 100 Kilometer. Auch Scania hat die gesamte Antriebstechnik noch einmal optimiert, die Aerodynamik verfeinert. Hinzu kommen ein prima funktionierender vorausschauender Tempomat, fast so perfekt wie im Actros. Und ganz neu eine Eco-Roll-Funktion fürs Getriebe. In Sachen perfekter Systemverwaltung schafft der Scania R450 am ehesten, es dem Actros gleichzutun. Und deswegen kommt der Scania dem Mercedes als einziger Wettbewerber beim Verbrauch recht nah. Nur gerade einmal 0,66 Liter liegen zwischen den beiden Zugmaschinen aus Deutschland und Schweden. Bei DAF modernisierte man das vorhandene Fahrzeugkonzept ebenfalls. Das überzeugt, auch wenn beim Verbrauch kein Bestwert herauskam. Aber der DAF wartet mit der höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit und dem am besten passenden Triebstrang aller Testkandidaten auf. Außerdem hat der DAF eine Rollfunktion im Eisgetriebe. Die funktioniert manierlich. Und DAF hat einen Driver Performance Assistant. Der analysiert die Fahrweise und vergleicht sie in Prozent gemessen mit dem perfekten Fahrer. So steht der große DAF in der Summe seiner Eigenschaften heute auf einer Stufe mit Scania R und Volvo FH. Mit all dem kann der MAN nicht aufwarten. Im TGX gibt es keinen vorausschauenden Tempomaten, keine Fahrerunterstützung in Sachen sparsames Fahren, das Getriebe bietet weder eine Rollfunktion noch überzeugt es mit schnellen Schaltungen. Und so wundert nicht, dass der Verbrauch gut 1,5 Liter über dem Actros liegt. Am Ende kommt es so, wie es kommen muss. Der äußerst sparsame Mercedes macht die meisten Punkte. Der gleichfalls sparsame Scania folgt mit etwas Abstand und liegt auf gleichem Niveau wie DAF und Volvo. Deutlich abgeschlagen belegt der MAN Platz 5.
die Diagnose, es ist sicherlich Not am MAN.